Das ist eine Deagle. Ah, die Vector ist immer noch beste. So. Ein Pirat sorgt an einem nahegelegenen Strand für Ärger. Tötet ihn mit einem Messer wie ein wahrer Krieger der Rakiat. So werde ich es tun. Kurz auf die Karte gucken. Ist gar nicht mal weit weg. So. So, da ist er. Scharfschützen. Okay, ich werde mich von hinten anschleichen. Never mind, ich kann ihn einfach wegsnipen, den Boy. So, da hinten ist noch ein Scharfschütze. Holy shit. Hab ich fast übersehen. Jetzt nicht mehr. So, jetzt haben wir noch 4 Leute. Eins ist unser Ziel. Vorsichtig. Vielleicht schaffen wir es, ihn jetzt instant zu killen mit einem Angriff von oben. Let's go, der ist down. So, und jetzt müssen wir ganz kurz warten, weil ich will ihn jetzt auf jeden Fall knifen. Das ist mir ein wichtiges Ziel. Oh nein, er ruckelt sich zu mir. Dreh dich um. Hör auf, dich reinzuruckeln. Yes, Mann. Alter, okay. Nice. Das wäre auch geschafft. Eine Karte auf. Hier jagen. Wir haben es gleich. Es sind noch 3 Aufgaben. Hier, hier und hier. Dann ist es geschafft. Gut. Holy shit. Das soll noch jemand sagen, wir schaffen das nicht bis Ende des Monats hier das Spiel durchzuspielen. Schwachsinn. Safe kriegen wir das hin. So, hier. Ein unsterblicher Bär soll einige Camper getötet haben. Jage den Bären mit der am Zielort gestellten Schrotflinte. Ein Bär, der ist auch wieder für irgendein Upgrade. Ist die Karte manchmal so wegwischt. So, dann gehen wir da mal nach oben und nehmen wir einfach den Buggy mit. Eine Schrotflinte sollen wir jetzt verwenden. Komm schon. Ja gut. Shit. So. Okay. Jetzt muss ich meine geliebte Vector mal ganz kurz weglegen, oder? Ne, wir nehmen die Deagle weg. Die Vector lasse ich nicht los. Huh? So, und hier oben ist irgendwo dieser seltene, unsterbliche Bär. An das Camp erinnere ich mich noch. Das ist nicht allzu lange her, dass wir es gesehen haben. Ich meine, es ist nicht allzu lange her. Wir nehmen dieses Spiel in Rekordzeit auf aktuell. Müssen wir in diese Höhle? Es ist viel zu dunkel, Junge. Da ist er, oder? Ja, wie du ausschaust. Die Waffe war nicht nachgeladen. Es hat gereicht. Der ist ja richtig krass. Heute den unsterblichen Bären. Ich werde es tun. So. Den erweiterten Brennstoffgurt schalten wir dadurch frei. Okay. Die haben auch Piraten hier, ey. Holy. Da liegt auch Bargeld.
Holy shit. So, jetzt erstmal Herstellung. Hier, Brennstoffgürtel. Nein. Beuterucksack, hä? Okay, es war der Beuterucksack, den wir jetzt gerade verbessert haben. Dadurch. Dieser riesige Beuterucksack bietet Platz für bis zu 96 erbeutete Gegenstände. Feld des unsterblichen Bären. Ja, okay. Freischalten. Das ist der größte Rucksack, den man im Spiel haben kann. GG. Das wäre geschafft. Und damit haben wir hier alle Upgrades. Jetzt fehlt uns nur noch der Brennstoffgurt für Flammenwerfer. Und ansonsten haben wir alles. Nice. Ja, danke, dass jetzt das Upgrade angezeigt wird. Sehr, sehr gut. So, dann würde ich fast schon sagen, wir machen direkt die nächste Schnellreise. So, denn hier oben ist vielleicht jetzt die Mission für dann das andere Upgrade noch. Nehme ich jetzt mal stark an. Hier sind sogar zwei Jagdmissionen. Faustwaffen. Ausrüsten hier oben. So. Okay. Was wir jetzt an Items mit uns rumschleppen können, das ist so gut. Nimm die Vektor in die Hand, bin ich glücklich. So, was haben wir hier? Erlege einen seltenen Gelbnacken-Kasua mit dem am Buzilok gestellten Scharfschützengewehr für einen Tierpräparator. Das werden wir. Wir müssen da irgendwo runtergehen. Den Wingsuit, ne, ich liebe ihn. Kacke, das war mega dumm jetzt. Da hätte ich ihn nicht aktivieren sollen. Nice. Weichen öffnen. Oh, zu weit, viel zu weit, Junge, viel zu weit. Okay, Gelbnacken-Kasua. Ja, ist ja in Ordnung, bin schon da. Das Scharfschützengewehr habe ich nur ein bisschen gemoddet. Dann wollen wir mal. Ein Gelbnacken-Kasua. Bist du's? Du bist Rotnack. Rotnack? Ja. Der ist es. Ja. Nice. Wir haben ihn. Das war das letzte Tier, das wir für ein Upgrade brauchen. Wir haben's. Beuten. Wir haben es. Wir haben alle Upgrades. GG. Oh mein Gott, wie gut. Leder des Gelbnacken-Kasuas. Und jetzt Herstellung. Upgrades. Brennstoffgut für Flammenwerfer. Mhm. Dieser dicke Beutel fasst genug Brennstoff, um einen ganzen Wald abzufackeln. Wir haben alle Upgrades, die das Spiel uns bieten kann. Alles. Chi-fucking-chi. So, dann würde ich direkt Schnellreise machen. Nochmal hier hoch. Dann haben wir da noch eine Jagdmission und dann noch eine Tötungsmission. Und dann war's das. Ich bin ja mal gespannt. Ja, erweiterte Brennstoffgurt. Danke dafür. Ich bin ja mal gespannt, was wir dann auf der Südinsel für Aufgaben kriegen. Ob das auch wieder solche sind oder was anderes. Die Hunde eines Zwingers sind an Tollwut erkrankt. Erlege sie mit dem gestellten RPG. Alles klar. Moin. Holy. Hier oben. Machen wir uns mal auf. Ein RPG. Gut. Das akzeptiere ich wohl. Auto. Ich glaube aber, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, dass wir, wenn wir jetzt hier dann mit der Insel fertig sind, wir kontrollieren dann auch nochmal. Aber ich glaube, dann machen wir irgendwann demnächst Schluss vielleicht. Weiß es nicht. Ich werde dann nochmal mit Zeitex schreiben, wie es bei ihm ausschaut. Und dann gucken wir weiter. So, RPG. Ich muss 12 Tiere eliminieren. Ich habe 6 Schuss. 7 Schuss. Hey, wie soll man das denn schaffen? Ich muss mir rein theoretisch eine kleine Horde machen. So Zombie-Modus mäßig. Ja, das ist schlecht. Jetzt habe ich Tollwut. Hä? Bist du dumm? Ich habe ein RPG benutzt.
Weil das Auto wahrscheinlich einen gekillt hat mit der Explosion. Was ist ein Scheiß. Warte, jetzt hole ich mir ihn auch noch. Was eine Mission, Alter. Dann nehmen wir uns hier wieder ein bisschen Munition mit. Okay. Ja, es wohl schaffen mit einem RPG 6, 7 Schuss, 10 Hunde zu killen. Oh shit, komm schon. Ich kann halt nicht auf nächster Nähe schießen, sonst mache ich mir selber Schaden. Fuck, ich hab gehofft, das reicht. Oh mein Gott, heil dich. Lad nach, Junge, lad nach. Wie lebt der noch? Junge, wie lebst du noch? Jetzt bist du auf jeden Fall down. So, 6 Tierchen noch. Ein bisschen Bonus-Munition würde ich nicht nein sagen. Aber ich habe es damals angekündigt, ne? Hier bei den Hundezwingern kommt noch eine Mission. Ich hab's damals gesagt. Sorry. So leiden die wenigstens nicht. Also das ist auf jeden Fall alles andere als Leiden. Okay, dass er das überlebt hat, ist Bullshit. Wir holen uns wieder neue Munition und dann kommen wir gleich wieder. 3 Stück sind's noch. Puh, das ist aber auch geil. Gute Mission. Da ist immer so viel Abwechslung mit drin. So, nachladen. Easy. 7 Schuss für 3 Hunde. Kriegen wir hin. Der war doch hier irgendwo. Ich kann mir jetzt halt nicht diese blöde Spritze da herstellen, weil ich die Zutaten, glaube ich, nicht habe. Ich hab mega lost. Ja, wo sind sie denn? Die müssen wir noch knurren hören, wenn man in der Nähe ist, ne? Immer an, dass die hier hinten sind. Keine Hunde. Haben wir die jetzt verschreckt mit dem RPG? Ist auch was, oder? Hä? Das kann jetzt nicht wahr sein. Jetzt muss ich echt hergehen und schauen, dass ich diese komische Spritze irgendwie hinkriege. Ich brauche ein bernsteingelbes Blatt. Gibt es irgendwo Blätter, gelb? Hier oben war, glaube ich, gerade eins. Oh Mann, ey. Ja, ich bin doch schon dabei, die Spritze zu machen. So. Herstellen. Jagdinstinkt. Gleich 2 gemacht. 7 auf 8 habe ich's, ne? Ja. So, wo seid ihr? Da hinten chillt einer. Das ist ja mal absolut außerhalb der Zone. Was ist denn das für ein Cheaty-Shit hier? Wieso dürfte die denn die Zone so weit verlassen? Da ist noch einer. So, einer noch.
Sehe ihn noch nicht. Ist ja dann ohne die Spritze fast unmöglich, das zu schaffen. Ich habe die Jagdspritze hergestellt. Da vorne ist er, ich sehe ihn. Das ist eine richtig böse Mission, dadurch, dass sie so weit weg können. Easy, wir haben's. Alter, was eine Mission. Puh, die hat es in sich. Aber hat Spaß gemacht, wir haben es hingekriegt. Nice. Kärtchen. Jetzt haben wir hier hinten noch die eine Mission und das war's. Dann haben wir's. Das war dann die Nordinsel. Nein. Oh, was sehen denn meine Äuglein da? Eine Kiste. Okay, das wird das Letzte sein, was wir da machen. Zuerst die Mission hier drüben. Haben wir eine Kiste übersehen. Oh mein Gott. Sauerei. Gut. Kurz mal raus. Wanted. Töte einen in einem Tunnel verschanzten Pirat mit einem Messer. Dort hinten. Was ist das für ein Tunnel? Kennen wir den schon? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Ich meine, wir haben RPG dabei. Kann das schwer werden? Da sehe ich schon einen. Hier sind Blumen. Er ist in einem Tunnel verschanzt. Das heißt, leise wird wahrscheinlich nicht wirklich möglich sein. Wir schauen mal. Hier ist schon der Eingang. Ganz ruhig, Jungs. Alles gut. Ich bin wegen eurem Boss da. Wie bin ich gestorben? What? Okay, egal, wir probieren es nochmal. Aber ich weiß nicht, wie ich gestorben bin. Meiner Meinung nach hat er mich nicht gehittet. Bruh. Ich hatte gerade den Sound nur auf einem Ohr, das war ja mal so weird. So, komm her. Das war's. Der ist erledigt. Edelstein erhalten. So, das war's. Als ob die Range nicht reicht. Ich will einfach mal hier lang fliegen kommen. Wir müssen nicht immer kämpfen. Einfach nur fliegen. In die Freiheit. Denn wir haben's geschafft. Wir haben alle Aufgaben der Nordinsel abgeschlossen. Wie wir gerade festgestellt haben, gibt es noch eine einzige Sache, die wir erledigen müssen. Und zwar, ja, die letzte Kiste holen. Und das machen wir auch gleich. Mal ganz kurz hier landen. Komm schon. Und hier, das haben wir auch schon alles mal geplündert. Muss mal ganz kurz aufs Kärtchen gucken. Jetzt ist hier schon wieder was. Das ist aber auch wieder Bargeld, da bin ich mir 100% sicher. Oh shit. Es tut mir furchtbar leid. Okay, wir cruisen nochmal ganz schnell darüber. Ist ja jetzt auch nicht wild. Machen wir das jetzt noch schnell fertig? Fallschirm, kommen wir noch ein paar Meter weiter, ne? Ja, komm, schwimmen. So, dann holen wir uns jetzt hier diesen Schatz, die Kiste. Es ist safe ein Schatz, also einfach nur ein bisschen Bargeld, das rumliegt. Danach noch die Kiste, die wahrscheinlich drüben bei Dr. Earnhardt liegt. Und dann gibt es eine Schnellreise zurück nach irgendwas Town. Ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Und dann machen wir wahrscheinlich mal ein Päuschen für heute. Freundin? Dann haben wir nämlich ordentlich was erreicht. Das ist ein krasser Fortschritt. What the shit? What the shit, yo? What the fuck? Okay, da vorne in dem Hütchen. Oder in dem Container. Okay.
Medpack. Ja, es ist Bargeld. Ist okay. Okay, so, dann haben wir das hier. Das hier war was? Hauptcamp. Ich frage mich ja, wo sein Hauptlager war, in dem unsere Story hier angefangen hat. Aber naja. Also, wir machen jetzt hier eine Schnellreise und holen uns die letzte Kiste. Ich glaube, es ist eine Kiste, nehme ich mal stark an. Würde mich wundern. Vielleicht ist es auch einfach wieder Bargeld. So oder so, wir holen es uns jetzt. Und dann haben wir die Nordinsel abgeschlossen. So. Oh, was war das? Sorry, ich wollte eigentlich nach links gucken, bin nach links gefahren. Hier querfällt einmal drüber. Ich bin gespannt, was ist da vorne? Was haben wir da übersehen? Ich hoffe, wir haben nicht noch mehr übersehen. Safe Bargeld, oder? Wir waren doch schon mal da drin. Wetten, liegt da Bargeld? Natürlich liegt da Bargeld. Ein kleines Bündel. So, aber jetzt ist es erledigt. Wir haben es geschafft. Alles restlos erledigt. Keine Sammelobjekte, keine Aufgaben, keine Funktürme, keine Außenposten. Wir haben alles getan, was hier möglich war. Ich habe es selbst gesehen, ist okay. Hm. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Geldbündel. Das ist ein bisschen ätzend mit den Geldbündeln, aber kriegen wir auch in den Griff. So, aber sonst ist hier nichts. Dann machen wir hier nochmal eine Schnellreise hin. Holen uns das nächste Geldbündel. Sofern jetzt nicht immer im Sekundentakt wieder ein neues auftaucht, nachdem wir es eingesammelt haben, haben wir es. So, jetzt Wingsuit Action. Uiu. Das müsste jetzt gleich hier vor uns sein. Ich finde es gut, dass es passieren kann. Es war gerade sehr unnötig, aber ich finde es gut, dass es im Spiel ist. So, neuer Versuch. Wir nehmen den Buggy. Dezent unnötig gewesen. So, jetzt geht's los. Was wartet hier auf uns? War es wirklich eine Kiste? Das ist tatsächlich eine Kiste und zwar die letzte. Wir öffnen sie mit einem ehrvollen Gefühl. Mini-Taschenlampe. Und jetzt sind wir wirklich fertig. Glaube ich zumindest. So. Map öffnen. Jetzt wüsste ich nicht, wo hier noch was sein soll. Ach, leck mich. Es kann doch nicht sein. Jedes Mal, wenn wir hier was einsammeln, kommt wieder was Neues. Was ist denn das? Ah, okay. Alles gut. Gleich werden wir es haben. Nicht mehr lange. So. Steht irgendwo ein Auto? Jawohl. Cruisen wir da ganz kurz hin. Also laut der Map war es sinnvoller, hier jetzt so rumzufahren, ja. Machen wir das mal. Auf dass das jetzt die letzte Kiste ist. Jetzt wird es uns nämlich echt nervig, als wenn die jetzt Stück für Stück immer wieder auftauchen, obwohl vorher nichts auf der Karte war. Ist ja schon irgendwo Abfuck. Wollen wir jetzt mal nicht hoffen. Junge, was war das für eine Lenkung? Von Anschlag auf Anschlag oder was?
Ja, okay, es ist gut möglich, dass ich das hier nicht mitnehmen konnte, weil mein Ding voll war, ne? Mein Inventar. Bargeld. Es ist ein kleiner Stapel Bargeld. Deswegen die ganze Arbeit. So. Gucken wir nochmal weiter. Sieht weiter aus, dass ich halt ein bisschen mehr sehe. Ich würde sagen, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Jetzt ärgert uns das Spiel auch nicht mehr. Wir haben alles. Gut, dann Schnellreise nach Thurston. Und dann machen wir da Schluss, würde ich sagen. Haben wir heute echt genug gemacht, können wir stolz auf uns sein. Und morgen / heute, weil es ist schon nach Mitternacht, machen wir weiter mit der Südinsel. Und vielleicht kriegen wir es dann, nicht unbedingt heute, aber in zwei Sessions, zwei langen Sessions, vielleicht kriegen wir es hin, das abzuschließen. Ich kaufe erstmal Munition. Ich verkaufe unseren Loot. Die Pelze können auch noch weg, Tigerfell. So. Let's go. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei sein. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder bei den Abenteuern der Südinsel. Wir sehen uns. Euer Monster. Bis dahin. Ciao, ciao.